Ich möchte aus Jesaja ein Vers lesen. 28. Jesaja 28. Vers 16. Jesaja 28, Vers 16. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Wir haben schon eben gehört, das einfache Evangelium, es ist so einfach, und weil es gerade so einfach ist, wird es wohl oft verachtet. Wenn wir dies Menschen bezeugen, wenn wir ihnen sagen, dass sie schuldig sind vor Gott, dass sie einen Erlöser brauchen, dass Gott der Vater seinen Sohn gesandt hat, um ihnen zu helfen, um ihre Sünden auf sich zu nehmen. Wie reagieren Menschen? Was sagen sie? Sie sagen, ich kann das nicht glauben. Hat jeder von uns schon mal gehört, oder? Vielleicht jemand schon selber gesagt, als er noch im Unglauben war. Oder die sagen, du bist verrückt. Also es ist eine Torheit, wie das Wort Gottes sagt. Es ist eine Torheit. Aber wo ist das Problem, dass die Menschen, ich will das sehen, ich will es antasten, ich will Beweise haben, um sich für Dinge zu entscheiden, aber wir sehen, dass es nicht so ist, dass unser ganzes Leben auf Dinge basiert, die wir nicht sehen, dass wir uns täglich Menschen anvertrauen, von denen wir nichts wissen. Wenn wir zum Flughafen gehen, da sehen wir tausende Menschen, die sich einem Mann anvertrauen, der diese große Maschine steuert. Und sie wissen überhaupt nicht, hat er überhaupt einen Führerschein oder einen Flugschein? Ist er überhaupt fähig, diese Maschine zu fliegen? Vielleicht ist das überhaupt seine erste Fahrt. Und wenn es einige wüssten, würden sie sagen, okay, so, ich traue mich noch nicht zu ihm rein. Sie vertrauen sich diesen Menschen an. Aber nehmen wir mal an, dieser Pilot, der kann fliegen. Der ist fähig, er hat Erfahrung, 40 Jahre. Aber wir vertrauen uns dann dieser Technik an von Airbus, die sie dort produziert haben. Wir vertrauen, dass wirklich alle Teile so funktionieren werden, wie sie auch gedacht haben. Wenn wir über den Ozean fliegen werden, dass da nicht irgendein Versagen eintritt und dieses Flugzeug abstürzt. Und so sehen wir, dass der Mensch, der vertraut sich ständig Dingen an, die er nicht weiß, die er nicht beweisen kann, wo er nicht weiß, ob er wirklich an anderem Ende auch ankommen wird. Vielleicht würdest du einen Blick in den Motor werfen dürfen vor dem Flug und bestimmte Dinge sehen, die dort mangelhaft sind. Aber du weißt es gar nicht, dass es mangelhaft ist. Für dich erscheint es, als sei es so normal, weil du keine Ahnung hast. Und so setzt du dich rein und erkennst gar nicht, was für einen fatalen Fehler du machst. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Geht mal zum Bahnhof. Dort stehen auch viele Menschen. Sie wollen sich in den Zug setzen. Sie vertrauen sich auch diesem Mann, der diesen Zug steuert. Sie wissen nicht, auch nicht, ist der Lokführer überhaupt nüchtern? Ist er gesund? Steht er kurz vor seinem Schlaganfall? Vertraut man sich solchen Menschen an? Wir fragen sowas nicht vorher. Wir machen uns keine Gedanken, und das ist auch gut so, weil sonst würden wir verrückt werden, weil wir viele Dinge nicht wissen können. Aber dieser Mensch vertraut sich diesen einen Mann an, der diesen Zug lenkt. Aber vielleicht auch gibt es ja auch andere Menschen, die diese ganze Steuerung führen, die schauen, dass diese Züge sich nicht begegnen, dass nicht zwei Züge auf einem Gleis fahren.
Und auch da, auch diesen Menschen vertraut man sich an, dass sie alles wirklich richtig machen. Aber auch anderer Bereich. Wir gehen zum Arzt, er verabreicht uns Medizin. Wir glauben, dass diese Medizin diese ist, die gegen mein Problem helfen wird. Wir gehen zur Apotheke, wir holen dieses Medikament ab. Wir glauben, dass das richtig auf dem Rezept auch steht, so wie der Arzt das gedacht hat, dass da nicht jemand einen Fehler schon gemacht hat. Wir glauben, dass der Apotheker uns dieses Medikament gibt und wir haben es in der Hand und lesen, was auch immer, Aspirin. Aber wir wissen nicht, ob beim Verpacken, ob irgendein Fehler entstanden ist und ob irgendwas anderes da reingetan wurde. Ob das Tabletten gegen Herzen sind und nicht gegen den Kopf. Wir merken, wir vertrauen uns ständig Menschen an. Und wenn wir diese Medizin in der Hand haben, wir prüfen ja nicht nach und wir zersetzen sie nicht erstmal und schauen, ist überhaupt dort dieser Wirkstoff da? Nein, wir schlucken und glauben, dass es am nächsten Tag uns besser geht. Und da sehen wir, wie der Mensch wirklich sein ganzes Leben ist irgendwo auf Vertrauen basiert. Er vertraut sich ständig Menschen an. Und man könnte noch viele Beispiele nennen, dass der Glaube bei den Menschen funktioniert, dass er schon glauben kann. Wenn er sagt, ich kann nicht glauben, dann sehen wir, dass es wirklich täglich vertraut er sich Menschen an. Du würdest nicht hierher kommen, wenn du wüsstest, dass heute ein Anschlag auf dieses Gebäude geplant war, ist. Du bist einfach, vertraust einfach, dass alles wie immer, wie gewöhnlich verlaufen wird. Wir gehen ins Geschäft und ziehen unsere Karte und wir glauben, dass da auch Geld drauf ist und zahlen damit. Von wegen, ich kann das nicht glauben. Und wisst ihr, was mich besonders in jetzigen Zeit so traurig macht, dass wir Gottes Wort predigen, verkündigen, das Evangelium fast täglich haben wir die Möglichkeit, Gottes Wort weiterzugeben und bringen es weiter. Und der Mensch, er verachtet das, er nimmt das nicht ernst, er sieht das nicht als glaubwürdig. Er, der seine ganze Ewigkeit aufs Spiel setzt und diesen Herrn Jesus Christus, den wir heute feiern, das Opfer, wo dein ganzes Leben eine Wendung bekommt, dieses Opfer verachten sie. Aber dann andererseits predigen in der Glotze Menschen seit einem Jahr oder seit halbem Jahr, dass es gut ist, sich zu impfen. Und dass es hilft und dass du dann gesund wirst und alle rennen los. Ich will damit das nicht in Frage stellen, das kann auch wirklich etwas Gutes sein und auch eine Hilfe in dieser Zeit. Aber ich will damit nur deutlich machen, dass das Evangelium so verachtet wird. Dass dort es um die Ewigkeit geht und die Menschen verachten es. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie etwas nur genug, oft genug gesagt wurde und man rennt los. Auch da, man vertraut sich diesem an. Man hat nicht mal eine Studie, man hat nicht mal Jahre, wo das untersucht wurde. Aber die Menschen, das wurde ihnen gesagt ein paar Mal und das wurde so aufgenommen. Und wir dürfen heute wirklich uns glücklich schätzen, dass wir das annehmen dürfen, was Christus getan hat. Dass wir es glauben können, dass wir uns diesem Mann am Kreuz anvertrauen dürfen. Und wisst ihr, unser ganzes Leben hängt von diesem Opfer ab, dass er uns in allen unseren Lebensumständen lebenslang ans Ziel bringen wird. Wir reden von den ewigen Dingen, sich dem anzuvertrauen, der Bescheid weiß, auch über das Leben hinaus. Und schaut mal, wie Gottes Wort es sagt. 1. Timotheus 1,15. Wie ist diese Botschaft?
1. Timotheus 1,15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Wie ist dieses Wort? Es ist glaubwürdig. Wir vertrauen uns jeden Tag Menschen an. Wir vertrauen täglich Informationen und führen Dinge so aus. Aber Gott sagt vom Himmel, glaubwürdig ist das Wort, welches Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Da kannst du Vertrauen setzen. Da kannst du dich drauf verlassen. Es ist glaubwürdig. Gott sagt, wenn etwas glaubwürdig ist, dann ist das glaubwürdig. Und es ist wert, es anzunehmen. Eine andere Übersetzung. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die volles Vertrauen verdient. Nun, vielleicht wirst du sagen, okay, also ich bin Christ, das ist meine Ausrichtung, das ist das, was ich glaube, das ist das, was ich getan habe, als ich Buße getan habe, mich bekehrt habe zu Jesus Christus. Ich bin errettet und vielleicht würden wir es als einmalige Sache sehen. Aber lasst uns noch ein Wort lesen aus 1. Timotheus 4, 9 bis 11. 1. Timotheus 4, 9 bis 11. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lernen. Paulus sagt, dies sollst du gebieten und lernen. Nun, das wissen wir doch alle. Aber hier sehen wir, dass der Glaube wirklich auch uns in Bewegung setzt. Dass der Glaube nicht etwas ist, dass man sich einem Verein anschließt, dass man die Gebühren bezahlt, sondern dass wir uns dem Herrn ganz anvertrauen, heißt, dass wir arbeiten für diesen Glauben, den wir angenommen haben. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht. Ja, arbeiten heißt, dass es Kosten mit sich bringt, dass es Kosten fordert, dass es uns verpflichtet, so zu wandeln, wie unser Herr gewandelt ist. Die Wahrheit anzunehmen heißt nicht, sie nur anzunehmen und sie zu glauben, sondern es heißt, sich ganz auf sie zu stützen. Jeden Tag müssen wir erkennen, mein Leben ist in Christi Hand. Ich habe mich ihm anvertraut. Er weiß, wie ich ans Ziel komme. Er hat meine Sünden vergeben. Er ist für sie gestorben. Und wie machen wir das praktisch? Wenn man dich fragen würde, wie erkennt man, dass du deine Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt hast? Wie könnten wir das praktisch beschreiben? Man könnte sagen, ich vertraue seinem Wort, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Dass ich jeden Tag bei ihm Hilfe suchen muss, jeden Tag ihn aufsuchen muss im Gebet. Oder ich erkenne, dass meine Kraft nicht genügt, um den Tag zu meistern. Ich brauche seine Kraft, denn er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Ich vertraue, dass er versprochen hat, meine Lasten zu tragen. Und somit bin ich nicht bekümmert und belaste mich nicht, was alles mich erwartet oder was ich alles schaffen muss. Ich verlasse mich, dass er nicht die Prüfung über mein Vermögen mir auflegt, die ich überhaupt nicht schaffen kann. Ich verlasse mich auf dieses Wort. Ich verlasse mich, dass er gesagt hat, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Es gibt mir eine Geborgenheit, dass mein Heil sicher ist, weil er es mir zugesichert hat. Ich bin überzeugt, dass schwierige Umstände etwas Gutes in meinem Leben bewirken, weil er gesagt hat, dass alle Dinge zum Besten mitwirken für die, die ihn lieben. Ich vertraue, dass die Kraft in seinem Wort ist.
Somit lese ich es und verkündige es weiter. Ich glaube, dass Geben besser ist als Nehmen, somit praktiziere ich es. Und da sehen wir, wie es wirklich, wie der Glaube uns verpflichtet, wie es ist nicht dieser dämonische Glaube, dass man etwas weiß, aber dass man ruhig ist und schweigt und niemand merkt davon etwas, sondern der Glaube an Christus Jesus verpflichtet uns. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Paulus sagt, dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Wofür geschmäht? Weil wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben und wir sehen, dass Glaube keine private Sache ist. Glaube muss verkündigt werden. Glaube an den Herrn Jesus verpflichtet uns, andere zu ermahnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es hat eine Auswirkung. Glaube hat Werke. Glaube muss bekannt werden und wird an den Werken erkannt. An Jesus Christus zu glauben, ist dem Evangelium zu glauben. Sein ganzes Leben abhängig zu machen. Und das müssen wir als Christen lernen. Ja, wir haben diesem Herrn uns anvertraut. Wir haben ihm geglaubt, dass er uns errettet hat. Aber wie ist das in deinem praktischen Leben, in deinen Umständen? Wie wirkt sich das aus? Und heute kannst du es überprüfen, was bei dir los ist, was du empfindest. Zum Beispiel, hast du Angst? Hast du Angst? Wenn du Angst hast, das Problem oder die Schwäche liegt darin, dass du dem Wort Gottes, dem Evangelium nicht ganzes Vertrauen geschenkt hast. Hast du Sorgen? Das ist eine Schwäche. Es ist eine Schwäche, dass man Gott nicht vertraut, dass man seinem Wort nicht vertraut. Vielleicht hast du Sorgen über deine Zukunft. Auch da vertraust du nicht, dass Gott wirklich nun in deinem Leben regiert, dass er weiß, wie die Zukunft aussieht und dass er dich durchtragen kann. Hast du Zweifel, vielleicht sogar an deinem Heil oder an dem, was Christus vollbracht hat, ob es auch wirklich für dich gilt? Und das sind alles Anzeichen, dass du schwach im Glauben bist, dass du nicht überzeugt bist von der Liebe Gottes, die uns erwiesen worden ist in seinem Sohn Jesus Christus. Er wurde gesandt, damit wir nicht mehr auf uns selbst vertrauen, damit wir uns nicht mehr auf unser Wissen vertrauen, auf unser Können, sondern ganz auf ihn, ganz auf die Gnade, wie Petrus es schreibt. Und wir dürfen wirklich zuversichtlich sein, dass seine Gnade wirklich in allen Bereichen genügt, alle unsere Umstände, alle unsere Bereiche abdecken kann. Aber suchst du ihn auf, bittest du ihn darum, dankst du ihm, dafür, vielleicht, wie könnte man heute anfangen, im Glauben weiter zu wachsen? Für diejenigen, die Christus nicht haben, die nicht bekehrt sind, ihr müsst durch die Buße zu Gott kommen und sagen, Herr Jesus, vergib auch meine Sünden. Ich vertraue nun, dass es auch für mich gilt, dass du auch für mich das Opfer gebracht hast. Ich möchte es heute persönlich annehmen und ich möchte es öffentlich machen. Ich möchte es bekennen vor Gott und den Menschen. Und wir, die wir im Glauben sind und vielleicht erkennen, ja, wir sind wirklich oft besorgt, wir sind oft, reagieren wir nicht so, wie wir reagieren sollten. Wir haben oft nicht diese Freude, die Paulus gebietet, freut euch alle Zeit. Was machen wir? Lasst uns anfangen, Gott zu danken. Gott zu danken, diese ganzen Zweifel und Sorgen überwinden durch Dank, dass wir ihm sagen, Herr, du bist vertrauenswürdig, du bist gut, du kannst mich in allen Lebenslagen durchführen. In der Krise, der ich gerade bin, kannst du mich durchtragen. Du wusstest davon, du konntest sie verhindern. Aber es ist gut für mich, weil du es nicht verhindert hast, denn alle Dinge dienen mir zum Besten. Lasst uns auch jetzt unseren Gott wiederum anbeten, ihm unser Vertrauen aussprechen und nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, dass unser ganzes Leben davon abhängt
was Christus getan hat. Nochmal Jesaja 28, 16. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Amen.